Am Freitag kam die Hiobsbotschaft: Volvo Racing bringt einen zweiten SLS in die GT Masters. Unter anderem pilotiert von Nico Bastian. Für uns natürlich Anlass gewesen, gestern beim vierten VLN-Lauf uns Nico zu schnappen und ein Interview zu machen. Und was dort alles bequatscht wurde, das seht ihr jetzt in dem folgenden Interview. Viel Spaß beim Schauen. Ja, herzlich willkommen hier am Nürburgring zum vierten Lauf der VLN. Ich bin Nostra von P1Gaming.de und versprochen habe ich ihn heute hier, Nico Bastian. Und vielen Dank, dass du Zeit für uns hast. Anfang des Jahres, nein, Ende des Jahres, letzten Jahres, hatten wir zwar schon mal gequatscht über VLN, was du so an neuen Projekten schaffen willst. Und da war ja mehr oder weniger nur noch die VLN gewesen. Dann hieß es, Rove kommt in die GT Masters. Ich habe direkt mit dir dich angeschrieben, habe gefragt, ob du dabei bist. Du sagtest leider nicht. Gestern kam die Hiobsbotschaft, der zweite SLS, und du bist mit dabei. Wie hat sich das gefreut? Sehr. Also ich wusste das jetzt schon ein bisschen länger. Klar, es wird das erst intern kommuniziert. Das heißt, ich bin sehr schon mal gefreut und muss jetzt dann echt mich zusammenreißen, nicht schon vorher irgendwo mit Leuten zu reden und das noch geheim zu halten. So ist es halt. Aber super Sache, freut mich, weil es ist der nächste logische Schritt fürs Team, wie auch für mich als Fahrer. Ich bin, glaube ich, hier auf der Nordschleife jetzt schon soweit adaptiert und auch anerkannt. Aber klar, ich bin dann in Bathurst gewesen, habe das 12-Stunden-Rennen gefahren, was auch ein Langstreckenrennen ist. Und habe aber jetzt erst wirklich vor 4 Wochen mein erstes Sprintrennen gefahren in der Sprint Series, für Fortec damals. Das war ein kleiner kurzer Einsatz für mich, aber es hat mir wirklich Lust gemacht auf mehr. Und wo es dann hieß, okay, Rove will auch ein zweites Auto machen, dann geht die Masters. Und wenn ich mich da draufsetze, dann sage ich, jawohl, weil das ist genau das, was ich jetzt machen will. Langstreckenrennen sind super, macht mir super viel Spaß, will ich auch nicht missen. Ich möchte auch hier in der VLN weitermachen. Aber Sprintrennen ist halt einfach das, wo man jetzt noch tun muss, wo ich mich jetzt etablieren muss. Weil das habe ich leider nicht so viel gemacht. Und freue mich jetzt darauf, dass ich jetzt eben da in den Start gehen kann. Ja, was das Leben habe ich ja schon mit dir angesprochen. Über den Einstieg mit Rove und dass es auf jeden Fall der richtige Weg gewesen ist. Weil es braucht wirklich langsam Zeit, weil nur Nordschleife, immer nur eine Strecke, dann will sich auch mal anders messen. Ja, die Strecke ist definitiv die beste Strecke, die coolste Strecke, da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Ja? Also auch ob in Sim oder in Real, das ist einfach so. Von dem her macht das schon immer Spaß, hier hochzukommen, und ist eine besondere Herausforderung. Aber wie du schon sagst, die Zweikämpfe, die Fights, das Racing ist dann doch noch ein bisschen mehr auf der Schwimmstrecke, weil man einfach mehr Auslaufzone hat, weil man einfach ein bisschen mehr Risiko gehen kann, ohne dass man gleich einen Totalschaden hat. Und deswegen ist ja das eigentlich, was wir Rennfahrer machen wollen, Zweikämpfe Tür in Tür. Das machst du hier auf der Nordschleife einfach mit einem gesunden Menschenverstand nicht. Ja, weil sonst hätten wir hier oben mehr Krankeneinsätze. Da haben wir eh schon genug, aber dann wäre es noch schlimmer. Und deswegen freue ich mich auf die GT Masters eben auch, um einfach wirklich zu fighten. Weil das mag man ja als Rennfahrer, egal ob jetzt Sim oder wer. Dein Teamkollege kommt aus der Formel 1. Was erhoffst du dir daraus? Gibt es da was zum Abgucken oder denkst du eher Formel 1-Fahrer auf dem GTA-Auto? Ja, also ich meine, ich darf jetzt, glaube ich, behaupten, dass er sogar jetzt bei dem Test, den wir schon hatten, wir hatten schon einen Testtag, sogar relativ viel von mir abgeschaut hat. Klar, weil ich kenne das Auto, ich kenne das Team, ich kenne die Dynamik von dem Auto und das Reifenproblem, was wir halt eben haben mit dem Kia-Auto, dass das Auto sich sehr viel bewegt, und das war für alles immer neu. Deswegen haben wir sehr viel kommuniziert und hat sehr viel Fragen an mich gestellt. Aber natürlich ist es so, dass er sehr, sehr professionell arbeitet, extrem viel Input auch trotzdem schon mit reinbringt, weil er einfach Sachen fühlt, wo er sagt, das vergleicht er mit der Formel 1, weil nachher ist ein Auto, ein Lenkrad und 4 Räder. Und das muss alles dasselbe irgendwie machen. Muss einlenken, muss bremsen, und wenn da irgendwas nicht passt, dann fühlt er das natürlich schon sehr, sehr gut schon, obwohl er nicht in dem Auto adaptiert ist. Und ich glaube, mit der Arbeitsweise, wie der arbeitet, sehr strukturiert, sehr klar, sehr genau und macht sehr, sehr klare Aussagen. Ich glaube, davon kann man sich auf jeden Fall was abschauen, weil das machen wir zwar im GT-Sport auch, aber in der Formel 1 ist es halt auf die Spitze getrieben. Und das hat man jetzt schon beim Testtag mitgekriegt, dass der sehr, sehr detaillierte Aussagen macht, super präzise, und das ist vielleicht was. Ja, aber ansonsten muss er sich jetzt erstmal an das Auto gewöhnen, muss jetzt erstmal Sachen auch erfahren. Und wenn er dann irgendwann so weit ist, dass er so schnell ist und auch schneller ist als wir, was er sein kann, dann können wir vielleicht was von ihm lernen. Aber momentan ist er mehr der was lernen muss, weil er halt für ihn alles neu ist. Na gut, für euch generell, erster Einsatz über GT Masters ist ja auch ein Lernprozess.
hat man in Oschersleben gesehen. Erster Rennen war super. Der mit seinem Teamkollegen aus Platz 5 konnte sehr gut gegen Dominik und gegen Claudia verteidigen. Zweiter Rennen, kleiner Patzer gehabt in der Boxenzeit. Das sind halt Dinge, muss man mal erlebt haben, muss man gemacht haben und daraus kann man gut lernen. Absolut, also man kann auch jetzt lustig erwarten, auch wenn wir eben von Eiserfahrung jetzt im Team haben und wir jetzt ein zweites Auto bringen, dass wir jetzt da irgendwie schon direkt in die Pole-Position kämpfen. Vielleicht wollen wir natürlich, das ist unser Ziel, aber ich kann es mir nur schwer vorstellen, dass wir jetzt da einsteigen, auf Pole stehen am Lausitz. Aber das ist auf lange Frist auf jeden Fall das Ziel und da wollen wir uns hinkämpfen. Das macht das Ganze natürlich mit zwei Autos leichter, aber man kann auch vom Setup her in zwei verschiedene Richtungen arbeiten und sich das aussuchen. Das heißt, das Team hat es jetzt mal ein bisschen leichter und ist ein bisschen flexibler. Das war auch mit dem Grund, warum man jetzt ein zweites Auto bringt. Man hat jetzt grob mal gesehen, okay, um was es geht. Man weiß jetzt, welche Probleme man hat, welche Setup-Änderungen was macht oder nicht, aber man kann mit zwei Autos einfach doppelt so schnell entwickeln. Genau, das haben wir jetzt vor. Und wir als Fahrer müssen uns dann auch erstmal einspielen. Reim ist ein super cooler Typ. Das haben wir schon sehr, sehr gut verstanden beim Test, aber natürlich muss das sich noch einspielen. Und deswegen, das wird noch, aber ich glaube nicht, dass wir jetzt bei uns, gerade bei unserem Auto, jetzt am Nausdring irgendwelche Wunder erwarten kann. Wollen wir auch gar nicht. Aber wir wollen jetzt uns nochmal jetzt reinfinden, zusammen arbeiten, zusammen das Wochenende rumbringen und dann Red Bull Ring in 3 Wochen, glaube ich, schaut dann die Welt schon wieder anders aus. Und dann können wir vielleicht noch ein bisschen mehr angreifen. Du selber hast Simracing-Erfahrung, wir durften schon in der DGTM im letzten Jahr gegeneinander ganz gut fighten, war auch echt super gewesen, hat Spaß gemacht. Hilft dir das Simracing, dich auch jetzt vom Fahrerischen her in die GT Masters einzufinden? Absolut. Kannst du da Verbindungen ziehen? Kann ich sogar eine super Story bringen. Ich bin, wie gesagt, am Anfang vom Jahr das 12-Stunden-Rennen in Bathurst gefahren in Australien. Mich oder Jolene in Australien war ich, war noch nie auf der Rennstrecke und habe das vom Simracing geübt. Ich habe mir die Strecken geladen, habe mir ein Auto geladen und habe da zig Runden gedreht, weil ich einfach sehr gut darüber kommen wollte, sehr gut vorbereitet darüber kommen wollte. Und das war tatsächlich so. Ich bin da angekommen und wusste erstmal klar, wo geht's rechts, wo geht's links. Ich wusste die Stellen, wo ich im Sim schon am meisten eingeschlagen bin und dann einfach auf Reset drücken musste. Dieser Reset-Button fehlt natürlich im realen Auto, deswegen musste ich dann defensiver das Ganze angehen. Aber ich war im dritten freien Training nach ungefähr 20 Runden im realen Leben auf P1 gestanden. Und, das war unter anderem durch diese Vorbereitung im Sim. Weil ich bin nachher original so gefahren mit dem realen Auto, wie ich damals dann im Simracing gefahren bin. Gas geben, lenken, bremsen, ist alles zu 80% wirklich dasselbe gewesen wie nachher im realen. Und ohne dieses Training zuvor hätte ich mir da wesentlich schwerer getan, definitiv. Ja, du sagst vorhin, iRacing bist du jetzt so ein bisschen unterwegs. Wir haben die Sparte iRacing jetzt bei uns mit aufgenommen. Und ich denke mal, wir sind alle der Meinung, es wird auch mal Zeit bei uns wieder zu fahren. Mit Simracing Deutschland machen wir zusammen sehr viel. Und dort gibt es auch eine iRacing-Liga mit den GT3-Autos. Ich warte noch darauf, dass jetzt der Z4 mit aufgenommen wird und der Porsche. Und auf jeden Fall wäre das echt klasse, wenn wir dich da wieder sehen würde. Also genau, ich bin halt von R-Factor dann irgendwann zu iRacing gewechselt, weil alle anderen sind in die iRacing gefahren und dachte, es muss irgendwas dran sein und das auch gefahren. Das hat diverse Vorteile, stand heute einfach gegenüber R-Factor. Deswegen mache ich jetzt momentan auch das iRacing, macht mir extrem viel Spaß. Ich fahre dort Rennen, das ist super professionell, sehr, sehr schön schon aktuell, aber natürlich die Community fehlt. Also, was man ja bei euch eben hatte, dass man immer dieselben Leute trifft, was jetzt nicht langweilig ist, sondern was cool ist, weil bei der GT Masters immer auch immer dieselben Gegner. Das heißt, man kann sich aufeinander einstellen, man weiß, okay, der Porsche ist schon hier beim Start schon immer weit vorne und grenzt sich in die Lücke rein. Man kann sich da eben ein bisschen drauf einstellen. Und, das ist eben das Coole. Das fehlt so ein bisschen. Deswegen, wenn ihr das macht, bin ich auf jeden Fall wieder am Start. Und die Autos sind cool. Machen Spaß zu fahren. Und momentan ein sehr, sehr gutes Training, weil es eben noch realer ist als das, was ich bisher gefahren bin. Sonst überall. Super. Erste Rennen, Lausitzring. Wie bereitest du mich darauf vor? Simracing. Also, wir haben auch hier Strecke laden, Auto nehmen, fahren. Ansonsten mache ich mein normales Programm, Fitnessprogramm, das mache ich immer auf die Nordschleife. Und dann muss man sagen, wir hatten einen Testtag, bisher nur einen Testtag und werden auch keinen zweiten haben, weil die Strecke nicht verfügbar ist.
Und da muss man einfach mal gucken. Wir reisen da an, zum Glück ohne Druck. Also klar, natürlich, wenn man Formel 1 mit dabei hat, hat der Reim einen gewissen Druck, weil ihr kennt ihn. Man möchte sich ja schon irgendwie absolut, absolut. Wir wollen uns auch präsentieren. Wir wollen auch nicht auf P15 rumfahren. Und Gottes Willen natürlich nicht. Wir wollen schon an der Top 10 kratzen. Aber wir wissen, dass wir jetzt keine Kandidaten sind erstmal. Noch nicht. Ja, aber deswegen machen wir das einfach mal ganz entspannt das Wochenende, schauen, wie das geht. Und wenn alles zusammenpasst, kann man vielleicht am ersten Wochenende schon eine Hausnummer setzen, vielleicht schon überraschen. Und wenn nicht, glaube ich, kann uns auch keiner schon doof anschauen, weil es wird normalerweise Zeit brauchen, aber vielleicht damit schon am Laufen. Jetzt weiß jeder, jetzt war jetzt ein Säulen, da geht es im Maß, und ich denke mal nicht, dass da irgendeiner jetzt denkt, da muss jetzt irgendwie ein Podium raus oder so. Ich würde sagen, jeder sieht es realistisch, wir sehen es auch realistisch. Es ist für euch Neuland, ihr müsst Erfahrungen sammeln. Jeder hat mal irgendwo angefangen. Ich sag mal, vielleicht nicht dieses Jahr, aber nächstes Jahr sind wir nicht da. Oder wenn Jan auch noch sind. Ja, dieses Jahr wäre das Ziel. Also das kann man auf jeden Fall sagen, wie viel Druck machen wir uns selber, dass wir ja schon dieses Jahr auf jeden Fall ein Podium haben wollen. Egal jetzt mit welchem Auto, ob Engel, Seifert oder Algarswari, Bastian, das ist egal. Irgendein Auto sollte schon auf dem Podium mal landen dieses Jahr. Das ist so viel Druck machen wir uns schon. Aber natürlich eben kann man jetzt nicht davon ausgehen, dass das jetzt bei unserem Auto schon am Lautsprecher passiert, vielleicht eben auf dem Schwesterauto. Aber das wollen wir schon und eigentlich schon dieses Jahr. Gut, ihr habt natürlich jetzt das Glück, erster Auto ist schon 2 Rennen gefahren, da kommt schon Erfahrung rüber und könnt ihr also dementsprechend auch umsetzen. Ja, das hilft natürlich. Man nimmt ein bisschen Daten mit und wie schon gesagt, wir müssen noch entwickeln. Jetzt können wir halt an 2 Autos entwickeln, in 2 Richtungen gehen und dann die bessere Richtung auswählen. Also wir haben noch einiges von euch erwartet. Ja, ich würde sagen, das war's erstmal. Wir werden uns auf jeden Fall zu GT Masters hier am Ring wiedersehen und ich werde auch wieder zu dir kommen. Wir werden auf jeden Fall darüber quatschen. Und wenn ihr Bock habt, mal ein Rennen gegen einen echten Fahrer zu machen, immer wieder die Augen auf P1 Gaming halten. Wir sagen euch, wann die Möglichkeit da ist, wann wir die Fahrer einladen und dann wird auch gefahren. Vielen Dank. Ja, bis demnächst. Oh.